Für mich ist Jazz Musik, die in einem Rahmen stattfindet, der vorgegeben ist. Und in diesem Rahmen ist aber alles freigelassen. Das ist wie ein Bilderrahmen, der ist begrenzt. Über diesen darfst du nicht drüber hinausschmieren. Und du hast vielleicht 5, 6 Farben zur Verfügung. Die kannst du aber mischen und kannst motivisch arbeiten. Also Jazz ist eine rhythmische Form, die mit ganz viel improvisatorischer Freiheit verbunden ist. Jazz ist halt eine ganz spezielle Musikrichtung, die nicht jeder hört. Und ich habe einen Kumpel, der hat mich darauf mal gestoßen und seitdem an spiele ich halt selber Jazz. Wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es nicht Hauptsache ist, dass man die ganzen theoretischen Sachen zum Jazz weiß, sondern einfach drauf losspielt und auf jeden Fall den Rhythmus im Gedächtnis hat und dass halt der Job Musiker ein ganz, ganz schweres Brot ist. Ganz wichtig, so sich im eigenen Zusammenhang zu erkennen und zu wissen, okay, das könnte jetzt gut passen und das umzusetzen. Die andere Ebene ist natürlich die Improvisation, das ist natürlich die Königsdisziplin im Jazz und da muss man Ideen sammeln, man muss wissen, wann man spielt, wann man sich aber auch wieder zurücknimmt, damit das Ganze auch fürs Publikum und für die Mitmusiker interessant bleibt. Und das versuchen wir hier rüberzubringen und das wird sehr, sehr gut umgesetzt.